Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Wie man sehen kann, sind wir noch im Gespräch mit Vater. Wir sind wieder zurück im Institut und bis jetzt will uns noch nicht jeder killen. Ja, ich habe natürlich einen Speicherstand wieder erstellt. Ich will jetzt immer wieder einen neuen erstellen, zur Sicherheit, weil ich weiß nicht, was hier noch passiert. Damit wir ganz auf Nummer sicher sind, alle Fraktionen hier noch auf unserer Seite haben, ohne dass und irgendeiner hier platt macht. Und ja, wir können Fragen stellen und ja. Brauchen wir eigentlich gar nicht. Kellogg hat für dich gearbeitet? Kellogg. Wir wissen ja eigentlich schon, als ich hier ankam, war er schon lange beim Institut. Erst als Direktor erfuhr ich von den Dingen, die er getan hat. Davon, aus irgendeinem Grund geht meine was PS4 für immer im ein Mensch Institut er voll war. ab. Du wusstest, dass er ein Psychopath war, aber hast ihn trotzdem eingesetzt? Ich erwarte nicht, dass du die Entscheidung Boah. verstehst oder gutheißt. Das Institut hat Kelloggs Grausamkeit für sich genutzt. Das gebe ich offen zu. Durch Instituts Technologie wurden sein Leben und seine Nützlichkeit verlängert. Weit über das normale Also da, der war Maß schon hinaus. Er hat am das Leben, als Institut er nie den enttäuscht. entführt hat. Aber seine Grausamkeit wurde immer offensichtlicher. Ich gebe zu, es ist kein Zufall, dass sich eure Wege gekreuzt haben. Es schien passend, um dich, uns, Rache nehmen zu lassen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Deine Mutter, sie hat dich nie aufwachsen sehen. Ja. Was mit ihr geschehen ist, war. Ich habe mir die Aufzeichnungen des Vorfalls angesehen. Anscheinend war ihr Tod ein bedauerlicher Kollateralschaden. Kollateralschaden? Mehr ist das für dich nicht? Was soll ich sagen? Mein Die Gott. Welt ist gefährlich, obwohl sie es wohl schon immer war. Jetzt zeigt sie es einfach nur ein wenig offener. Viele Jahre lang fragte ich mich nie, wer meine Eltern waren. Ich akzeptierte meine Situation. Und das war's. Mit dem Alter kommen das Bedauern und die Was wäre, wenn Fragen. Jetzt zählt, dass du und ich die Chance haben, neu anzufangen. Wie kann ich dich noch beruhigen? Das Du leitest Institut. also das Institut. Ich bin der Direktor. Ja, dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet. Diese Verantwortung nehme ich sehr ernst. Das Institut ist wichtig. Es ist die größte Chance der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Egal, was die da oben über uns denken. Aber Direktor? Warum du? Ich war der Qualifizierteste für die Position. Ganz einfach. Ich habe in diesen Mauern gelebt und mich der Wissenschaft gewidmet, wie alle Mitglieder des Instituts. Meine Arbeit hat sich bezahlt gemacht. Das Commonwealth hat nichts von uns zu befürchten. Das versichere ich dir. Was auch immer du gesehen oder gehört hast, gib mir etwas Zeit. Es gibt noch mehr zu besprechen, aber das Institut steht kurz vor einigen wichtigen Durchbrüchen. Deine Anwesenheit würden wir sehr schätzen. Ich war hier Teil von etwas Großartigem. Ich habe geholfen, ein Leben für mich und für die Leute Und hier du im sollst dich mal Institut anschließen. aufzubauen. Und jetzt, nach all den Jahren, kannst du dabei helfen. Macht dich das nicht neugierig? Ist es nicht das, was du willst? Ja, das will ich. Du hast viel durchgemacht. Schön zu sehen, dass deine Urteilskraft nicht beeinträchtigt wurde. Verzeih mir. Nach all dem, was du auf der Oberfläche gesehen hast, dachte ich, du wärst mehr als nur ein bisschen voreingenommen. Es gibt viel zu tun. Du brauchst Zeit, um dich einzuleben. Eine Möglichkeit, dich mit unseren Abläufen vertraut zu machen. Ja, hoffentlich killt er mich nicht. Ich tue, was nötig ist. Das ist es wert. Das ist schön zu hören. Das Institut ist jetzt dein und mein Zuhause. Nimm dir Zeit und lerne es kennen. Triff die Leute, mit denen du arbeiten wirst. Du solltest dich bei den Bereichsleitern vorstellen.
Dr. Fillmore im Bereich Anlagen, Dr. Ayo im Bereich SIB und Sepp. Dr. Holden in der Biowissenschaft. Und schließlich Dr. Lee im Bereich fortschrittliche Systeme. Sie wissen über deine Ankunft Bescheid. Triff sie, dann besprechen wir das weitere Vorgehen. Okay. Jetzt Mitglied im Institut. Ah. Okay. Gut. Wenn wir mal hier alle kennen. Solange mich hier niemand umbringt, ich möchte es nur mal betonen, können wir ja beste Freunde werden. Ich weiter. Da. Oder auch nicht. Gibt es ja auch Wackelpuppen oder Dingens. Hier. Magazine. Was? Okay. Boah. Klassischer Verirrungsmoment. Ich muss nur noch den Servo des Hauptantriebs festziehen. Das ist diesen Monat schon der dritte Schaden des Hauptantriebs. Soweit es mich betrifft, können diese alten Modelle nicht früh genug abgeschafft werden. Das hier irgendwie nicht rein mit meinen Klamotten. Ich weiß nicht. Die meisten von ihnen haben viel länger funktioniert als vorhergesagt. Wenn du mich fragst, weisen sie eine hohe Qualität auf. Da hast du wohl recht. Ich kann es kaum erwarten, bis die Gen 3 eingeführt werden. Na also, alles bereit. Einheit kann wieder zurück in den Dienst. Danke nochmal. Natürlich. Unsere Technologie muss nach deinen Standards sehr fortschrittlich wirken. Hey, Doc. Sie haben es ernst gemeint. Du bist wirklich hier. Tja, also, ich bin Early. Early Fillmore. Ich bin sowas wie die Chefingenieurin des Instituts. Als Vater uns von dir erzählt hat, konnte ich es kaum glauben. Du hast so viel durchgemacht. Da hätten die meisten wohl aufgegeben. Wenn ich fragen darf, was hat dich die ganze Zeit überhaupt angetrieben? Ja. Ich wollte meinen Sohn finden und ihn beschützen. Jetzt bist du hoffentlich stolz darauf, was für ein großartiger Mann er geworden ist. Also, ich erkläre dir kurz die verschiedenen Abteilungen dieser Anlage. Danach beantworte ich die Fragen, die du vielleicht noch hast. Du weißt vielleicht schon, dass wir dafür sorgen, die mechanischen und elektrischen Systeme am Laufen zu halten. Wir warten und verbessern alle Systeme, die es ermöglichen, hier zu leben und zu arbeiten. Hinter diesen Wänden befinden sich viele Maschinen, die Luft und Wasser aufbereiten und Energie für die Labore und Quartiere liefern. Unsere Arbeit ist vielleicht nicht so spannend wie die der anderen Abteilung, aber mindestens genauso wichtig. Du bist hier und hast mit Vater gesprochen. Heißt das, du bist an Bord? Absolut. Schön zu hören. Da wird Sean ein Stein vom Herzen fallen. Lass dir Zeit. Mach dich mit allem vertraut. Es gibt viel zu lernen. Und eine Reihe von Dingen, die man oben nicht findet. Wenn du noch was über die Abteilung dieser Anlage wissen möchtest, sage ich es dir gern. Wer hat all das hier ursprünglich gebaut? Gibt es das Institut schon lange? Der Bau des Instituts ist die Arbeit von mehreren Generationen von Wissenschaftlern. Die Überlebenden des Krieges, unsere Vorfahren, haben im Keller des alten Commonwealth Institute of Technology Zuflucht gefunden. Mit der Zeit gruben sich ihre Söhne und Töchter tiefer in die Erde hinein und bauten immer raffiniertere Wohnbereiche und Labore. Das ist auch heute noch nicht abgeschlossen. Wir graben ständig neue Tunnel für neue Anlagen und Infrastruktur. Stell dir vor, wie es hier in 100 Jahren aussehen wird. Ich hoffe, ich erlebe das noch mit. Okay. Das Gespräch beendet, also lass mal. Mal noch her. Stimmt es, dass Nahrungsergänzung 77 abgesetzt wurde? Das ist korrekt. Die habe ich am liebsten gemacht. Können wir sie nicht noch etwas verhalten? Hey. Hi. Ich bin's. Du hast mir also die verschlüsselte Nachricht geschickt. Wie hast du das überhaupt gemacht? War mir nicht sicher, ob jemand an der Oberfläche Trinity knacken könnte. Du weißt schon, den Verschlüsselungsalgorithmus. Ein Freund namens Tüfteltom hat deine Verschlüsselung geknackt. Er muss erstaunliche Hardware haben, wenn er das hinbekommt. Wow, deine Nachricht enthielt nur ein Wort. Freund, was hast du damit gemeint? Ich doch nicht. Die Railroad hat mich geschickt, um einen gewissen Patrioten zu finden.
Und das bist du. Was? Die Railroad? Wirklich die Railroad? Und sie haben mir sogar einen Codenamen gegeben? Ich habe Synths an die Oberfläche geschickt, in der Hoffnung, dass ihnen jemand hilft. Ich hatte gehofft, dass ein paar die Railroad erreichen, aber sicher war ich mir nie. Warum hilfst du den Synths? Zuerst wollte ich sehen, ob ich es schaffe. Es war eine Herausforderung, verstehst du? Aber dann habe ich erkannt, dass die Synths wie wir sind. Nur ohne Freiheit. Ich helfe den Synths, die fliehen wollen, damit sie ein besseres Leben haben. Du hast eine Menge Synths gerettet. So viel neue Informationen. Aber warte. Aber da du schon mal da bist, habe ich eine Idee, wie man viele Synths gleichzeitig retten könnte. Dazu brauchen wir Hilfe. Wo arbeitet er gerade? Gut, gehen wir zum westlichen Atrium. Wahrscheinlich wäre im Augenblick ein anderes Thema besser. Geh vor. Weißt du, mein Vater ist der Meinung, an der Oberfläche herrsche die Hölle auf Erden. Aber das kann gar nicht sein. Du siehst mir recht normal aus. War nicht böse gemeint. Ehrlich? Ich sehe normal aus. Ich bin nicht sicher, ob wir die Oberfläche je zu einem Ort machen könnten, an dem es sich zu leben lohnt. Aber das bedeutet nicht, dass wir nicht zumindest versuchen sollten zu helfen, weißt du? Sieht aus wie, weiß ich nicht, Mischung aus Taucher und Söldner und Vault-Bewohner. Sehen schon ein bisschen gestört aus. Gut, hallo. Er ist da. Z114, ich bin's. Sir, benötigen Sie etwas? Alles in Ordnung, Z1, er ist ein Freund. Er gehört zur Railroad. Mich hier mit Ihnen zu treffen ist gefährlich. Und Sie bringen eine fremde Person mit. Sie. Wie weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann? Weil jedes Mitglied der Railroad sich dem Kampf für eure Freiheit verschrieben hat. Ich dachte, dass nur Mr. Binet sich um uns sorgt. Aber Ihre Freunde kämpfen tatsächlich für uns? Das ist das oberste Gebot der Railroad, Z1. Er kommt von der Oberfläche. Ich habe noch nie einen anderen Menschen getroffen, der helfen will. Aber wir müssen uns beeilen, Sir. Wie viele Synths wollen momentan fliehen, Z1? Das kann ich Ihnen genau sagen. 13. Das wird ewig dauern. Befreien wir alle 13 in einem Schwung? Ich würde alles für meine Leute tun. Aber wie bekommen wir sie zum Teleporter? Die alten Wartungstunnel, die dorthin führen, sind durchgehend abgeriegelt. Durch das SEB. Wenn ich es schaffe, diese Türen zu öffnen, kannst du dann deine Synths zum Teleporterraum bringen? Ja, wir unterhalten uns später. An einem Ort, der sicherer ist. Okay. Nur ein paar Hochsicherheitstüren, nicht wahr? Gesteuert durch modernste SEB-Sicherheitstechnologie. Ja, es wäre fatal, es direkt mit einem Hack zu probieren. Wir müssen einen anderen Weg finden. Du hilfst mir doch, ja? Alleine schaffe ich das nicht. Natürlich helfe ich dir. Die Kernarchitektur unserer Sicherheitsanlagen ist seit den alten CIT-Tagen so gut wie unverändert. Das ursprüngliche Sicherheitsprogramm nannte sich Code Defender. Es war revolutionär. Wir haben noch ein paar Terminals im Lager, auf denen Version 1 läuft. Ich könnte ein altes Terminal dazu überreden, mit den neuen Sicherheitsterminals zu interagieren. Überreden? Zumindest genug, um ein paar Türen zu öffnen. Das Problem ist, dass ich nicht einmal Version 1 knacken kann. Ich brauche also einen Benutzernamen und ein Passwort und im Institut finde ich so etwas nirgends. Aber wenn du mir von der Oberfläche ein Admin-Passwort aus der Vorkriegszeit beschaffen kannst, könnte ich mich anmelden. Ich besorge dir eins. Hervorragend. Leider scheidet der offensichtliche Ort aus. Die CIT-Ruinen sind seit Jahren leergeräumt, aber einige der Admins lebten abseits des Campus. Frag deine Freunde bei der Railroad. Ich brauche diese Anmeldedaten. Okay. Nein, ne? So, niemand ist hier gerade. Du musst mal abstellen, sonst wäre ich noch verwirrt. Scanne. Person identifiziert. Ich liebe Leinhell. Gut, dann sag ihm, dass ich mit Vater über diese unangekündigten Sicherheitskontrollen sprechen werde. Mein Quartier mitten in der Nacht zu durchwühlen, ist vollkommen inakzeptabel. Ich leite Ihre Nachricht weiter, Doktor. Bitte mach das. Willkommen im Institut, Sir. Schön, dich zu sehen. Geht's dir gut? Entschuldigung, Doktor. Willkommen. Schön, dich kennenzulernen. Ich hoffe, du wirst das Institut als dein neues Zuhause ansehen. Du hast gerade vollkommen anders gesprochen. Was machst du denn hier? Ich bin verantwortlich für Unterkunft und Versorgung.
Ich sorge dafür, dass alle ein komfortables und produktives Leben führen. Du solltest wissen, dass es für viele von uns eine große Ehre ist, dich hier zu haben. Wir beenden hier mal ihre Gespräche. Freigabe bestätigt. Okay. Gruselig. Haufen Cyborg-Androide. Wir freuen uns alle darauf, mit dir zu arbeiten. Verzeihung, Sir. Vielleicht sollte ich mal ein paar Runner mitnehmen. Da bist du ja. Schön, dass du es geschafft hast. Es gibt schon genug Reibereien zwischen uns. Weiß jeder, wer ich bin. Wirst du etwa weich, Alana? Meine Methoden bringen Ergebnisse und so auch diesmal. Wirst schon sehen. Oh, mind if I do? Mal wieder Kronkorken. Da bist du. Wenn du verdächtige Sünd-Aktivitäten siehst, melde sie sofort. Doktor! Ah, da bist du ja. Justin Ayo, stellvertretender Direktor des Sünd-Einbehaltungsbüros. Ich will ganz offen sein, wir werden dich in nächster Zeit genau im Auge behalten. Trotz deiner Verwandtschaft mit Vater wissen wir nur wenig über dich. Das verstehst du sicherlich. Es wird doch keine Probleme geben, oder? Nein, keine. Schön zu hören. Also, Vater hat mich gebeten, dir einen kurzen Überblick über das Sünd-Einbehaltungsbüro zu geben. Wir beschäftigen uns hauptsächlich damit, Sünds zurückzuholen, die sich unter den Menschen an der Oberfläche verstecken. Es ist wohl am besten für alle, wenn die Sünds hier bleiben. Ganz bestimmt. Hochentwickelte Technologie des Instituts darf nicht in die falschen Hände geraten. Die Auswirkungen könnten katastrophal sein. Unser wichtigstes Instrument ist der Runner, ein Synth der dritten Generation, der an der Oberfläche arbeitet. Runner spüren aus dem Institut geflohene Synths auf und holen sie zurück. Sie sind höchst selbstständig und können kämpfen, infiltrieren und aufspüren. Mit einem Wort, unsere Runner sind gnadenlos. Aber das weißt du bestimmt, da du ja schon einem begegnet bist. Ich würde ja zu gerne wissen, wie du ihn besiegt hast. Ich besitze Kampferfahrung. Trotzdem sollte es ein Runner spielend mit einem einzelnen Kämpfer aufnehmen. Ich muss wohl in der Robotik nachfragen, ob sie eine Diagnose der gesamten Produktion durchführen können. Als hätten wir nicht genug Probleme. Also, wenn sonst nichts mehr ansteht, gehe ich wieder zurück an die Arbeit. Du hast die spezielle Ausbildung der Runner erwähnt. Erzähl mir mehr darüber. Das SEB überwacht ständig unsere Gen-3-Synths und sucht nach bestimmten Eigenschaften. Diejenigen, die beharrlich, furchtlos und unabhängig agieren, durchlaufen ein hartes Trainingsprogramm. Sie erlernen den Kampf mit und ohne Waffen, Untersuchungstechniken sowie psychologische und mechanische Fertigkeiten. Diejenigen, die dann einen finalen Test bestehen, werden zu Runnern. Bei den anderen werden die Erinnerungen gelöscht, bevor sie wieder ihren vorherigen Aufgaben nachgehen. Wie alle mal hier Gespräch voll beenden. Die Anpassung wird schwierig, aber vergiss nicht, dass Synths keine Menschen sind. Gemäß noch wichtig, dass ich mich hier frei bewegen kann, ohne dass mich jemand erschießt. Sonst weiß ich nicht. Systeme normal. Ich würde mal in den Shop nachgucken und mir den Helm holen, aber. Ich wünschte, Sie hätten Vater so wie wir gekannt. Guten Tag. Guten Tag. Advanced Systems. Sie sitzt schon seit mehr als 2 Stunden dran. Was testet sie überhaupt? Nichts. Jetzt macht sie das nur noch aus Spaß. Und der Dr. Lee? Hallo, na? Entschuldigung, Doktor. Ah, du bist es. Endlich eingetroffen. Ja. Ich weiß, wer du bist. Wissen wir alle. Vater freut sich bestimmt sehr, dass du da bist. Aber hoffentlich stört das unsere Arbeit nicht. Keine Sorge. Ich verspreche, euch nicht im Weg zu stehen. Danke, das weiß ich zu schätzen. Oh, bevor ich's vergesse, zeig mir mal deinen Pip-Boy. Ich soll da einen Runner-Chip installieren, Anweisung von Vater. Du sollst freien Zugang erhalten und das Institut jederzeit betreten und verlassen können. Yay. Danke. Ich bin sicher, das wird sich als nützlich erweisen. Angesichts der Tatsache, dass der Transmitter die einzige Möglichkeit ist, ins Institut zu gelangen, ist nützlich wohl eine leichte Untertreibung.
Und falls dir die Bedeutung nicht ganz klar sein sollte, niemand außer dir hat diese Möglichkeit. Das sollte dir zeigen, wie sehr dir Vater vertraut. Also, wenn es sonst nichts mehr gibt, muss ich zurück an die Arbeit. Okay. Das wär's erstmal, danke. In Ordnung. Vielleicht gesagt, so schnell wie möglich wieder raus. Mal gucken, ob ich danach immer neue sicher bin. Weil ich forsche, nachdem ich alle angeschossen habe, nur weil ich mal vielleicht gesagt habe. Zurück sind die Ladebildschirme nicht so lang. So, hier wurde ich zum ersten Mal angeschossen, das weiß ich. Noch nicht. Ich war mit Vaters Plänen zum Ausbruch. Hallo Doc. Willkommen. Schön, dass du hier bist. Dr. Clayton Holder, Leiter der Abteilung Biowissenschaft. Ich kann es kaum erwarten, dir unsere Arbeit zu zeigen. Sie ist wirklich atemberaubend. Ich freue mich schon darauf, mehr zu erfahren. Dann würde ich dir gern eine kurze Übersicht über unsere Arbeit geben. Wie der Name andeutet, geht es in der Abteilung Biowissenschaft vor allem um Studien in den Bereichen Botanik, Genetik und Medizin. Unser wichtigstes Ziel ist die Sicherstellung der Gesundheit und des Wohlergehens aller Personen im Institut. Dazu bauen wir hochspezialisierte Arten von Flora an, für die Verwendung als Lebensmittel und Medizin. Wir haben uns sogar schon mit synthetischem Tierleben befasst. Du hast bestimmt die Gorillas gesehen. Das ist im Moment noch Liebhaberei. Die Möglichkeiten sind aber trotzdem spannend. Es gibt wohl nichts, was er nicht hinbekommt. Mit harter Arbeit und Kreativität kann man jede Herausforderung meistern. Wir haben bestimmt schon viel von deiner Zeit in Anspruch genommen. Aber weißt du schon, ob du zu uns kommst? Ich weiß nicht, wie gut ich reinpasse, aber ich würde es gerne versuchen. Großartig. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich kann mir vorstellen, dass du damit du mich nicht erschießen musst, ne? Ich beantworte aber auch gern alle deine Fragen. Okay. Das wär's erstmal, danke. Dann mach's gut. Klar. Hallo, na, wir sind alle Freunde, oder? Rosalind ist intelligent und schön zugleich. Wenn sie mich doch nur beachten würde. Hast du einen Affen hier? Was? So, wir sind alle cool, ne? Niemand schießt ja auf irgendjemanden, ne? Dr. Holdrins Sim-Gorilla-Projekt zeigt vielversprechende Ergebnisse. Vaters Arbeit war sehr inspirierend für mich. Für nur so eine Glasscheibe zu haben dazwischen ist ein bisschen gefährlich. So. Ich sag gar nichts. Weiß überhaupt mit der Mission von Virgil, ja. Die irgendwie beeinflussen hat hier, weiß ich nicht, angegriffen werde. Die treuen Leuten immer noch nicht. Okay. Jetzt ist noch alles gut. Ist gezeichnet. Ja, was soll ich machen? Sprich mit Vater. Machen wir das. Denk daran, nicht unnötig Energie zu verbrauchen. Nicht wieder aufladen, bevor euer Schiff. Keine Energie verbrauchen, hallo? Oh, Hilfe. Gut, was denkst du, nachdem du das Institut jetzt selbst gesehen hast? Ihr habt die Technologie, die ich mir nie erträumt hätte. Faszinierend. Schön, dass du unsere Leistung zu schätzen weißt. Es war ein langer Weg dahin. All unser Wissen und unsere Ressourcen dienen einem einzigen Ziel, das unser Motto perfekt zusammenfasst.
Menschheit. Neu definiert. Leider gibt es keine Fortschritte ohne gelegentliche Rückschläge. So bemerkenswert unsere Sens auch sind, ohne Überwachung können sie gefährlich sein. Der überlegene Geist und Körper des Sens, der sich mit so etwas wie einem freien Willen herumschlägt, kann zu Chaos führen. Wenn Sens intelligent und sich ihrer bewusst sind, haben sie ein Recht auf freien Willen. Wie nahe sie menschlichem Verhalten auch kommen, sie sind dennoch unsere Produkte. Wenn du siehst, was ich dir zeigen will, wirst du verstehen, dass wir wissen, was gut für unsere Sens ist. Ein abtrünniger Synth hat die Raider-Bande in Libertalia übernommen. Seine Erinnerungen wurden gelöscht und seine Identität wurde verändert. Er glaubt nun, er sei ein Libertalia, da war ich ja schon mal. Unter seiner Führung haben die Raider viele Unschuldige getötet. Ich habe einen Runner nach Libertalia geschickt. Schließ dich ihm an und hol den Synth zurück. Wir bringen den Synth nach Hause. Das wäre das Beste für alle. Du solltest gehen. Viele sind in Gefahr und eine Verzögerung könnte Leben kosten. Okay. Alles klar. Ja, aussieht. Du kommst jetzt mit mir. Oh nein! Alles klar. Ich kann mich jetzt hier raus und rein teleportieren. Alle Wartungsanfragen sollten an die Abteilung Anlagen gerichtet werden. Willkommen. Warte mal, du bist ja als Materialverkäufer des Instituts kann ich Ihnen Vorräte für Ihre Missionen an der Oberfläche anbieten. Was benötigen Sie? Klar, ich schaue es mir an. Schauen wir mal erstmal an, wie viel er kostet. Das ist ein Plasmagewehr, ne? Ja. Nichts hiervon ist besser. Das wäre der geile Synth-Helm. Nichts davon ist stärker als das, weil ich habe. Farbe halt, ne? Da wird irgendwann gekauft. Okay. Dann. Weil ich. Soll ich den Part beenden oder. Ich glaube, ich beende erstmal den Part und guck, ob. Hier rein und rausgehen kann, ohne getötet zu werden. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sag tschüss. Upsala. Tschüss. Bis zur nächsten Folge.